Hallo, willkommen hier bei der Gartenbahner, die Serie. Im letzten Video haben wir unser Parallelgleis fertiggestellt. Da müssen wir noch ein paar Details hinzufügen. Und wir haben uns die Märklin-Zentrale CS3 gekauft. Da testen wir heute im gesamten Gleisbereich die WLAN-Abdeckung. Aber als allererstes kommen die kleinen Pflastersteine in den zwei Bereichen. Somit haben wir wieder einen neuen Trittbereich, um halt schön an unsere Gartenbahn zu gelangen. So sieht's aus, wenn es fertig ist. Passt doch. Jetzt kann man wenigstens schön vom Rasen, wenn irgendwas sein sollte, ohne Probleme hier drüber steigen, ohne dass irgendwas anderes kaputt geht. Da ich jetzt einmal die Steine da habe, werde ich noch im unteren Bahnhof ebenfalls noch ein paar Pflastersteine verlegen, weil da haben wir das letzte Mal auch aufgehört, weil die Steine alle waren. Ja. Prost. Astra Rotlicht. Jetzt müssen wir natürlich noch den neuen Draht mit dem Rasenroboter verlegen. Das habe ich bereits getan. Und jetzt werden die Erdnägel noch platziert. So, ich denke, der Rasenroboter kann wieder prima mähen. Schön entlang hier an der Buchsbaumhecke. Das war zwar viel Arbeit, aber ich denke mal, das Ergebnis ist top. Wir kommen noch ein bisschen Erde ran. Wichtig ist auch, dass die Buchsbäume ja nicht vertrocknen. In welchem Abstand hast du jetzt das Kabel von diesem Mähroboter zur Hecke hingesetzt? Das sind so ca. 20 cm. Also ich habe immer Pi mal Daumen so diese Breite genommen. Genau, das hier ist der Fahrdraht. Richtig. Da ist einmal geschlossen um das gesamte Grundstück. Genau, richtig. Der muss geschlossen sein, damit der Roboter erkennt, seine Grenze erkennt. Den Fahrdraht habe ich mit Absicht so dicht dran platziert, weil das Modell sein Mähwerk außer Mitte hat, quasi an der Seite. Und damit rotiert das Messer quasi in diesem Bereich. Und ich kann einen schönen Kantenschnitt realisieren. Wo geht's jetzt hin? Welche Aufgabe müssen wir als nächstes machen? Was ich jetzt machen werde, hier noch etwas Anzuchterde auflegen lassen. Nochmal bewässern, aber bei den Temperaturen, ich werde das heute Abend machen, denke ich. Und dann kann der Roboter heute mal wieder fahren. Richtig. Schönen guten Tag, der Gartenbahner spricht. Heute mal ein Thema, die Märklin CS3. Ich nehme mal die Brille runter. Die Märklin CS3 und das Thema Internet- und WLAN-Abdeckung im gesamten Garten. Ja, wie mache ich oder wie realisiere ich die WLAN-Abdeckung im Garten? Momentan über ein sogenanntes Powerline-Modul, über das Stromnetz. Funktioniert recht gut. Das Teil wird zwar mörderisch heiß, manchmal Ausfälle, aber leider ist die WLAN-Abdeckung nur im hintersten Bereich gewährleistet und ich brauche ja eigentlich für die WLAN oder für die Zentrale von Märklin WLAN-Abdeckung auch im vorderen Teil des Grundstückes. Aus diesem Grund habe ich heute mal ein 20 Meter Verlängerungskabel gekauft, also Netzwerkkabel, mit Absicht eine Flachbandausführung, damit ich das schön natürlich durch Türen und Fenster ohne eine Bohrung verlegen kann und werde meinen alten Fritzbox Router verwenden, den ich schon seit Jahren nicht mehr benutzt habe, weil eben ich eine neue Anlage habe und er liegt nur noch im Kasten rum, hat drei schöne Antennen,
und werde ihn jetzt mal anschließen und mal sehen, ob die WLAN-Abdeckung besser ist im gesamten Grundstück. Wenn das noch nicht funktioniert, dann geht es nur noch mit einer Zusatzantenne. Mal sehen. Ich bin gespannt. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ich werde das mal verlegen und dann mal testen. Oh, warum ist die Zentrale abgesteckt? Ich glaube, ich kann sie noch nicht anstecken, weil die Masserzentrale am Schienennetz noch angebunden ist. Die müssten wir natürlich erstmal ausschalten, weil zwei Zentralen am Gleis möchte ich nicht und ich weiß nicht, ob hier irgendeine Zentrale einen Schaden am Ende erleiden wird. Deshalb geht es erstmal in den Schattenbahnhof und die Masserzentrale abklemmen. Sieht aus hier. Lock kaputt. Wir müssen ihn mal wieder platzieren. Aber erstmal die Masserzentrale abklemmen. Damit ist sie nicht mehr verbunden mit dem Schienennetz. Und jetzt können wir die Märklin CS3-Zentrale anklemmen. Wieder im Stellwerk angekommen, können wir jetzt das Schienennetz anklemmen. Strom auf die Zentrale. Wie gesagt, das ist alles noch provisorisch, das wird dann alles mal neu verlegt. Jetzt werde ich dieses Netzwerkkabel anschließen. Das ist das 1 Meter, das kommt weg. Und werde das jetzt mal auf das Dach platzieren oder auf die Garage. Und dann werden wir mal sehen, wie die WLAN-Abdeckung auf dem gesamten Grundstück natürlich am besten stattfinden könnte. Weil wir jetzt in der Vergangenheit sehr schlechtes WLAN hatten, ne? Immer genau, nur begrenzte... Richtig. Sobald ich vor die Garage gehe oder seitlich an die Garage, ist das WLAN-Netz abgebrochen. Du nimmst wohl hier oben Kontakt mit Aliens auf? Der Gartenbauer muss nach Hause telefonieren. Das Kabel ist ganz schön lang. Und der Gartenbauer, ist der Vortrag noch vorhanden? Ich denke ja. Was wir jetzt machen werden, ich werde die Zentrale jetzt mal neu starten, damit die Zentrale sich an die Antenne, die ich ja in 3 Meter Höhe platziert habe, sich neu anmeldet. Hat es aber alles so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast? Ja, was mir nicht gefällt, ist eben halt das Provisorische. Na gut, das kann man ja noch ändern. Wichtig ist ja... Kann man ja noch ändern, richtig. Wichtig ist erstmal, dass ich im gesamten Grundstück abgedeckten WLAN-Bereich habe. Und das hast du schon überprüft, oder? Vorm Haus habe ich 30% gehabt. Da stand natürlich die Antenne nur in den Meter Höhe auf dem Garagendach. Jetzt habe ich das Ganze auf 3 Meter gesteigert. Jetzt werde ich nochmal mit dem WLAN-Tester, mit dem Handy, gibt es ja tolle Apps dafür, jetzt nochmal die Abdeckung überprüfen, vorm Haus, ob ich mehr wie 30% habe. Wenn ja, ist es auf jeden Fall ein Meilenstein, keine Frage. Ich habe das Ganze verbunden mit einem klassischen WLAN-Kabel und die Antenne. Das Problem ist eben halt, wenn Notsituationen sind und du brauchst die App und die Verbindung bricht ab, muss das WLAN 100% immer stabil bleiben. Am besten das Signal natürlich in jeder Ecke so stark wie möglich, keine Frage. Ich habe gerade noch eine andere Idee, also ich werde das erstmal testen. Die Märklin CS3 hat natürlich hier noch weitere Vorteile. Man kann zum Beispiel eine Maus, eine Tastatur oder ein USB-WLAN-Stick anschließen.
habe ich jetzt bestellt bei Amazon. Dann werde ich das testen, keine Frage. Und wenn ich das noch weiter steigern möchte, dann werde ich höchstwahrscheinlich die Antenne, die jetzt an dem WLAN-Kabel dran ist, auf das Dach platzieren, am Schornstein. Weil der große Knackpunkt, das ist mir vor uns eingefallen, die Antenne in 3 Meter Höhe ist zwar schön und gut, aber was ist, wenn es gewittert und ich denke nicht dran? Das war's dann mit Antenne. Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Und jetzt das mit dem USB-Stick, wie machst du das? Da steckst du den USB-Stick hier rein, den ein und dann im Haus oder wie machst du das? Nein, USB-Stick ran, WLAN, also so eine Antenne circa. Und dann stelle ich die Verbindung zu der Antenne auf dem Schornstein her. Okay. Und kannst du die WLAN-App mal zeigen? Wie machst du das? Wie sieht das aus? Weil du vor uns gesagt hast, du willst den WLAN mal testen, den WLAN-Bereich. Wie siehst du das in der App? Also es gibt unter Android, Apple kann ich natürlich nicht mitreden, aber es gibt tolle Apps, zum Beispiel, Moment. Sogenannter WLAN-Tester. Ihr seht, ich habe hier natürlich 100% WLAN, weil ich unmittelbar an dem Router natürlich stehe. Je weiter ich mich entferne, desto geringer wird die Prozentzahl sein. Und das testen wir jetzt gleich mal. Richtig. Ich laufe jetzt gleich mit Johannes parallel mit und schauen, wo das WLAN zusammenbricht, wo es vorhanden ist oder ja, wo es gar nicht mehr angezeigt wird. Wo sind wir jetzt? Fast an der Grundstücksgrenze. 50%. Ja, sieht man schön, wie es jetzt immer zurückgeht. Richtig. Jetzt würden wir mal hinten ins Rondell gehen, wo wir das Problem hatten, hinter dem Busch war auf einmal kein WLAN-Signal da. Ich sehe immer noch 50, 49. 50? Das ist immer gut. Ich tauche ab. Juhu! 54%. Gehen wir mal vors Haus, oder? Jetzt gehen wir mal direkt parallel an der Garage entlang. Folgt mir. Wo stehen wir? Am oberen Bahnhof bei 70%. Oh. Gustav hat ein Problem. Oh je, das sieht nicht gut aus. Ja, aber ein anderes Thema. 70%. Das sieht doch gut aus. An dieser Stelle hatte ich vorhin 30%. 30%, als du das Kabel noch nicht oben hattest? Oder dieser? Da war die Antenne nur auf gefühlt einen Meter auf der Garage. Und jetzt hast du es um 3 Meter erhöht? Okay. 50%. Das Problem ist, wenn man jetzt eine Kollision hat oder muss schnell reagieren und man muss die App natürlich sicher bedienen können und damit das sicher an die Zentrale geleitet wird, der Befehl muss natürlich WLAN stabil sein. Aber die App finde ich gut. Das hieß es gleich bildlich, ne? Genau. So, wir gehen mal weiter. Einmal um das Haus rum. Ihr seht jetzt, kurzer Schwenk rüber. Wir befinden uns genau hinter dem Haus ist die Garage mit der Antenne. Also das ist eigentlich die kritischste Stelle. Genau, weil das WLAN-Signal muss ja jetzt bildlich gesprochen über das Haus drüber oder ringsrum. Richtig. Und deswegen sieht man auch hier sehr schön oder halt sehr schlecht, wie das Signal halt zusammenbricht oder immer weniger wird. Genau. Wir gehen mal weiter. Wo stehen wir? Vorm Haus, an der Brücke. Ich bin begeistert.
60%. Ja. Wir sind bei 80%. Wie gehen wir noch weiter in den Schattenbahnhof? Das Haus blockiert halt jetzt hier nicht mehr. Aber ganz ehrlich. Sieht scheiße aus. Sieht scheiße aus. 90%? Na, ist doch super. Ich hatte vorhin am Kellerfenster 20%. Ich bin mal gespannt. Ah, jetzt sieht man, wie die Zahlen runtergeht. 60, 50 und 45. Na, ich würde sagen, deine Meinung, aber ich würde sagen, also das hat sich schon gelohnt. Richtig. Wir werden das jetzt testen mit der Anlage. Könnten wir jetzt natürlich gleich machen, keine Frage. Mal schauen. Test habe ich die kleine Dicke rausgeholt. Warum fährt sie von alleine los? Klasse. Die haben ja bestimmt beim letzten Mal in Fahrt hochgenommen und abgesetzt. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich muss das mal dem Problem nachgehen. Ich muss natürlich erstmal mit der App eine Verbindung zur Zentrale aufbauen. Aber warum fährt sie von allein? Was natürlich schön ist bei der Märklin CS3, das war auch ein Kaufgrund. Ich kann mir ein Gleisbild erstellen mit den verschiedenen Ebenen, je nachdem. Und kann natürlich auch die verschiedenen Weichen Signale ansteuern per Decoder. Und Ereignis kann ich machen. Quasi Rückmeldung, kann sagen, welche Bedingung hat stattgefunden, damit die Lok hält. Oder welche Bedingungen müssen stattfinden, damit die Lok dementsprechend hält. Aber das ist noch ein großes Thema, wo wir vielleicht berichten werden. Ich bin erstmal froh, dass die Zentrale so funktioniert. Ich merke auch wesentliche Vorteile im Vergleich zu der Masterzentrale, sprich WLAN, Updates etc. Die ganze Steuerung über App, Handy. Mazot, ihr müsst nachlegen. Ich werde höchstwahrscheinlich meine Mazot-Zentrale verkaufen. Sorry. Das war heute eine kleine Technikrunde, weil auch dieses System ist für uns Neuland. Wir lernen jetzt jeden Tag oder jeden sonnigen Tag, Gartenbahntag, halt hinzu. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Anregungen habt oder Tipps, wie wir diese zentrale CS3 besser bedienen können, gibt es vielleicht noch andere Apps oder andere Themen oder wo ihr sagt, ihr müsst das unbedingt machen, das ist so toll. Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen auf alle Fälle jeden Kommentar. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Richtig. Also, dann bis zum nächsten Mal. Eure Gartenbauer. Ciao, ciao. Ciao.